müssen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren. Wir haben so viele Reserven, dass wir versprechen können, dass wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz und kein gesundes Unternehmen wegen Corona schließen muss. Schließen muss, schließen muss, schließen muss, schließen muss, schließen muss, schließen muss, schließen muss. Ich bin im vierten Monat im Arbeitsverbot. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Soforthilfe zurückzahlen muss. Nach momentanem Stand ja. Also ich weiß nicht, ob ich am Ende des Jahres so stark verschuldet bin, dass auch ich zumachen muss. Tja, uns Musikern geht so langsam die Luft aus. Seit November keinen Ton mehr gespielt, natürlich geprobt, aber auch keinen Pfennig bzw. keinen Euro verdient. Und langsam bin ich wirklich sauer und habe die Schnauze voll. Und es muss langsam ein Ende haben, damit wir wieder fröhlich für unsere Bevölkerung Musik machen können. 2020, Corona-bedingte Maßnahmen. Wir haben 50% unseres Umsatzes verloren. Wir haben investiert, um den hygienischen Auflagen nachzukommen, damit wir unser Institut Minimalinvasive Ästhetische Medizin weiterführen können. Wir durften es nicht. Wir haben viel Geld dadurch auch noch dadurch in den Sand gesetzt. Wir haben ja weiter unsere Ausgaben gehabt. Wir sehen, dass die Maßnahmen einfach so ohne demokratischen Prinzipien zu genügen verlängert werden. Diese anstehenden Lockdowns bis Mitte März sind für uns, brechen uns das Genick. Wir möchten gerne, dass das sofort beendet wird. Der erste Lockdown von 2,5 Monaten konnten wir mit einem Verlust von 20.000 Euro noch selber abfangen. Aber seit November machen wir monatlich 20.000 Euro Verlust. Wir sind von 4 Mitarbeiter auf 1 Mitarbeiter geschrumpft. Diese eine Mitarbeiterin ist in 25-prozentiger Kurzarbeit. Ja, unfassbar. Leere Kneipe, keine Menschen, kein Umsatz, kein Geld. Wir wissen nicht, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen, kämpfen mit Existenzängsten, mit Depressionen, leihen uns Geld von Freunden und der Familie, um uns an den letzten Strohhalm zu klammern und das komplett perspektivlos. Wir als Reitlehrer unterrichten heutzutage mit professionellen Headsets und während des Einzelunterrichts befindet sich nur eine Person auf ihrem Pferd in der Halle. Das sind ca. 800 Quadratmeter. Trotzdem ist uns seit November 2020 jeglicher Unterricht verboten worden. Vergleichsweise wäre die Maßnahme, das Telefonieren zu verbieten, um das Virus einzudämmen. Ich hoffe, dass da bald ein Einsehen ist und differenzierte Maßnahmen ergriffen werden, damit wir endlich wieder arbeiten können, denn uns steht das Wasser bis zum Hals. Ja, also es ist eine ganz große Enttäuschung von der Regierung. Die Regierung stellt sich immer schön dar, als wenn sie der große Retter ist. Aber im Weiteren, wir haben nichts bekommen. Wir leihen uns von Freunden, von Bekannten Geld. Wir haben null Einnahmen, null, haben aber Ausgaben, dieselben wie vorher auch. Wir müssen Miete bezahlen, Steuer etc. Das Finanzamt, das kommt auch klingeln, die warten auch nicht. Und wir stehen total in der Luft. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir kriegen keine klare Ansage, außer immer Versprechungen und irgendwelche Parolen. Aber davon können wir uns nichts kaufen. Unsere Kneipen sind leer. Wir haben kein Geld mehr. Wenn du einen guten Wein kaufen willst, dann brauchst du eine vernünftige Beratung dazu. Ist momentan leider nicht möglich. Die Stadt ist leer gefegt. Du siehst keinen auf der Straße und das finde ich sehr schade und sehr traurig. Das würde ich mir anders wünschen. Geht in die Stadt, besucht euren Winzer, auf unser Wohl. Ich mache meinen Beruf aus Leidenschaft und der findet hier im Präsenzunterricht, im Klavier sowie auch im Gesangsunterricht statt. Online-Unterricht lässt sich für mich nicht abbilden, heißt für mich im Umkehrschluss allerdings auch, dass ich keine Perspektive für die Zukunft habe, denn ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was verdiene ich? Irgendwann. Es muss sich also irgendwas ändern. Wir brauchen eine Änderung in diesem System. Das Gesundheitsamt hat auch schon mehrfach darauf hingewiesen, die Politik, dass von unserer Branche überhaupt kein Risiko ausgeht, weil wir schon lange vor Corona die höchsten Hygienevorschriften erfüllen mussten. Und umso unverständlicher ist es für uns, wieso wir dann trotzdem schließen müssen. Ich möchte an uns alle, an euch alle appellieren. Übernehmt wieder Eigenverantwortung. Denkt daran, was haben wir früher gemacht, wenn wir uns was eingefangen haben. Da haben wir den
uns Gegenüberstehenden gewarnt davor. Wir haben gesagt, Mensch, ich habe mir irgendwas eingefangen. Ich kann dich heute mal nicht küssen, kann dir heute mal nicht umarmen, kann dir die Hand nicht geben. Aber denk mal wieder dran, wie es ist, wie es vorher war. Wir sind eigenverantwortlich mit uns allen umgegangen. Wer zu Hause bleiben möchte, wer in Angst lebt, muss das tun. Aber die anderen sollten doch bitte die Möglichkeit bekommen, wieder rauszugehen, damit wir unser Leben wieder leben können. Der Einzelhandel muss zuhalten, die Leute werden in den Onlinehandel getrieben. Also die ganze Situation ist für uns Einzelhändler eine einfache Katastrophe. Die Ersparnisse sind weg, wir haben Familie, wir haben Häuschen, wir wissen nicht mehr weiter. Es sollte dringend ganz schnell wieder in den Normalzustand zurückkehren. Ansonsten wird es keinen Einzelhandel mehr geben, keine Gastronomie, dann ist alles vorbei. Wir haben geschlossen, dann wieder aufgehabt, jetzt wieder geschlossen. Jetzt dürfen wir wieder aufmachen und wir wissen halt nicht, wie lange das so geht oder wie lange die Öffnung ist, ne? Weil ich habe wieder Angst eigentlich vor einer Schließung. Ich kann auch keine Mitarbeiter einstellen, weil ich einfach denke, wenn wieder geschlossen wird, es bringt mir einfach nichts, neue Mitarbeiter einzustellen. Und davor habe ich halt extrem Angst. Seit November darf ich nicht mehr arbeiten. Die Hilfen kommen bei uns nicht an. Ich weiß nicht, wovon ich Rentenversicherung, Krankenversicherung, Steuer bezahlen kann. Da muss etwas passieren. Mein Laden läuft schon seit über einem Jahr nicht mehr und wir warten auf die Kunden. Ich weiß nicht, ob ich durchhalten kann, weil die Miete läuft natürlich wie bei jeden Monat. Aber es ist schon bei mir wirklich an der Grenze und an Grenzminimum. Wir zahlen die Steuern. Die Regierung wird mit unseren Steuergeldern bezahlt und schraubt uns den Hahn zu. Das kann ja irgendwie, ist das ja widersinnig. Läden müssen wieder aufmachen, damit es wieder weitergeht. Das kann doch so nicht. Wie soll es dann sonst weitergehen? Sollen wir alle jetzt zu Hause bleiben, für immer? Also Gastronomen und Einzelhändler, ihr müsst einfach mutiger sein. Ihr müsst eure Rechte lernen, damit ihr wisst, was ihr könnt und was ihr dürft. Ihr dürft euch nichts gefallen lassen.